Cello, was für ein fulminantes Spiel in Karlsruhe. Wie fällt jetzt ein paar Tage danach dein Fazit aus? Ja, wir haben uns gegen Karlsruhe sehr viel vorgenommen gehabt. Für mich war es ein sehr besonderes Spiel. Ich habe 12 Jahre lang dort Fußball gespielt. Ich finde, dass wir sehr aggressiv angefangen haben aber trotzdem sehr ruhig hinten rausgespielt. Und deshalb ist, glaube ich, die erste Halbzeit so gut ausgefallen. In der zweiten Halbzeit haben wir ein bisschen den Faden verloren. Ich glaube, wenn wir das in Zukunft in den Griff bekommen, dass wir beide Halbzeiten so gestalten wie die erste, dann haben wir, glaube ich, eine große Saison noch vor uns. Du sprichst die zwei unterschiedlichen Halbzeiten an. Wie ist das zu erklären, dass da so ein Leistungsunterschied war? Ich weiß es selber nicht genau, ich kann es auch nicht erklären, aber die Karlsruher haben 2 Wechsel vorgenommen, die sehr frischen Wind reingebracht haben. Wir haben ein bisschen unkonzentriert gespielt, ein, zwei Fehler zu viel gemacht und dadurch sind wir ein bisschen ins Straucheln gekommen. Die Fans haben die Jungs dann nochmal mitgenommen, das hat man dann auch gemerkt, sind wir vielleicht ein bisschen nervös geworden. Aber ja, das passiert, so ist Fußball und im Endeffekt können wir froh sein, dass wir trotzdem 4-2 gewonnen haben. Wir kommen einmal zu dir persönlich. Du bist an deine alte Wirkungsstätte zurückgekehrt. Wie war das für dich? Ja, für mich, wie gesagt, war es ein sehr besonderes Spiel. Ich habe die Hälfte meines Lebens dort fast verbracht. Bin dort zum Profi geworden, war ein neues Stadion, waren viele meiner Verwandten da, viele Freunde. Ja, es gibt fast nichts Schöneres als solche Spiele im Fußball, glaube ich. Zum Abschluss blicken wir nach vorne. Ingolstadt heißt der nächste Gegner. Was erwartest du für ein Spiel gegen den Tabellenletzten aktuell? Ja, wir wissen, dass Ingolstadt der Tabellenletzte ist, klar. Darauf sollten wir uns aber gar nicht fokussieren. Ich glaube einfach, dass wir wie gegen Karlsruhe von Anfang an aggressiv zur Sache gehen sollten. Und ja, trotzdem wie gegen Karlsruhe auch hinten raus spielen ruhig. Und dann glaube ich auch, dass wir die 3 Punkte hier behalten können. Danke dir und viel Erfolg am Samstag. Dankeschön. Ciao.